Hallo Freunde, willkommen bei Fallout 3 mit mir und es geht gleich weiter. Amata hat uns gerade eben aufgeweckt. Wir scheinen wieder, wir scheinen, was heißt wieder? Wir sind 19 und sie scheint panisch zu sein. Was ist los, Amata? Wie komisch, ich habe gerade von dir geträumt. Lass mich in Ruhe, ich versuche etwas zu schlafen. Wie komisch, ich habe gerade von dir geträumt. Kein Klugscheißer! Das ist verdammt nochmal ernst! Die Leute meines Reg dich Vaters ab. suchen nach dir! Sie haben bereits Jonas getötet! Du musst hier raus! Moment. Jonas ist tot? Was zum Teufel geht hier vor? Es geht um deinen Papa! Er hat die Vault verlassen! Mein Vater glaubt, Jonas hat ihm zur Flucht verholfen! Und so befahl er seinen Leuten ihn... Mein Gott, sie haben ihn umgebracht! Sie verprügelten ihn und verprügelten ihn und hörten einfach nicht mehr auf. Jetzt schrei doch nicht so, ich will nicht taub werden. Dann hast du Jonas getötet und ich bin der Nächste. Oh mein Gott, alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Mein Vater kann gar nicht weg sein. Die Tür ist versiegelt. Alles, was du sagst, ist Schwachsinn. Offenbar nicht mehr. Aber willst du mir ehrlich sagen, dass du davon nichts wusstest? Er hat dir wirklich gar nichts erzählt? Nee, nicht wirklich. Nein, ich wusste nicht, dass er gehen wollte. Du, der hat was angedeutet und das war vor ungefähr 9 Jahren oder so. Nein. Nee, 3 Jahren hat er was angedeutet in die Richtung. Ich wusste es Oh, aber nicht. das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen Warum eigenen siehst du Plan. mich in den Untertiteln? Aus der Vault ausbrechen? Nie. Wie? Nicht noch einer deiner Pläne, Amata? Ich brauche keine Hilfe und ganz besonders nicht von der Tochter des Aufsehers. Nicht noch einer deiner Pläne? Das mit Butch war schon knapp. Da musste ich dich wieder aus der Scheiße ziehen. Ich habe keine Zeit, dir alles zu erklären. Diesmal musst du mir einfach mal vertrauen. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Ah, danke. Klingt furchtbar kompliziert. Warum kann ich nicht auf normalen Weg rauskommen? Mein Vater ist nicht dumm. Er hat die Tür zum Ausgang verriegelt, um weitere Fluchtversuche zu unterbinden. Ich hab Der Hunger. Tunnel ist der einzige Weg nach draußen. Du musst mir einfach mal vertrauen. Ja, Ach, noch ist was. recht. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Ich werde dich an der Vault-Tür treffen, wenn ich kann. Schönes Bild übrigens. Ja, und jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, wo wir hier alles einsammeln, was hier irgendwo zu finden ist. Luftgewehr, jawohl. 50 Muni. Weil, wie es aussieht, müssen wir aus der Vault fliehen. Und ich habe Hunger. Ich muss nach dieser Folge muss ich unbedingt was essen. Da ist er. Bleiben Sie sofort stehen! Sonst werde ich unleidlich. Moment. 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 Wir können jetzt Hotkeys machen. Das mache ich auch gleich. Mache die Pistole auf die 1. Den Baseballschläger auf die 2 und das Luftgewehr auf die 3. So, sehr gut. Oh Gott, wie ich diese Dinger hasse! Oh, ich muss dir bloß helfen. Machen Sie mir das ab! Blut! Schmutzige kleine Ungeheuer! Hi. Keine Bewegung! Ey, ich hab dich nicht angegriffen. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt ist meine Geduld am Ende. Es reicht. So. Dankeschön. Was habt ihr dabei? Alles mitnehmen. Jawohl, alles mitnehmen. Wir müssen unbedingt mal einen Speicherpunkt machen. Das heißt, ich mache jetzt hier auf jeden Fall mal einen Speicherpunkt. Den ersten richtigen.
Und jetzt müssen wir wohl aus der Vault fliehen. So, jetzt sollten wir uns aber auch möglichst schön aufrüsten. Hier. Ja, nehme ich. Und sehr gut. Nix. Jetzt überall nicht rein. Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen. Oh. Butch, armer Butch, kommst du mit den blöden Kakerlaken nicht selber zurecht? Butch bittet mich um Hilfe, wenn du bloß wüsstest, was Ironie bedeutet. Tut mir leid, Butch, ich muss mich jetzt um meine eigenen Probleme kümmern. Verpiss dich, ich werde dir nicht helfen. Na los, sehen wir, ob ich dir helfen kann. Ich glaube, ich mach's mal auf die harte Tour. Butch bittet mich um Hilfe, wenn du bloß wüsstest, was Ironie bedeutet. Ja, ich bitte dich. Na und? Hör zu, tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Aber du weißt doch, dass ich es nicht ernst gemeint habe, oder? Aber es ist doch meine Mom. Du kannst sie doch nicht einfach da drin bei den Red-Kakerlaken lassen. Doch, kann ich. Na gut, ich werde dir helfen, aber ich mach's für deine Mutti, nicht für dich. Okay, mir egal warum. Hol sie einfach da raus. Gerne. Was ist los? Was ist los? Butchie, helfen Sie mir! Butchie, helfen Sie mir! Au, das tut weh! Hey, aufhören! Ich versuche, dieses Mistteil zu treffen. Sorry. Wir haben es geschafft! Meiner Mutter wird nichts passieren! Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann! Moment mal, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon. Muttersöhnchen. Gibt's hier noch was zum Mitnehmen? Ja. Hier spricht der Aufseher. Ein Wodka. Noch ein Wodka. Also den kann ich jetzt brauchen. Das war ja echt anstrengend. So, Vault, können wir alles reparieren, bloß wir nicht. Gut. Der außerhalb seines Quartiers angetroffen wird, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Alles mitnehmen. Boah, ich krieg langsam so Hunger. Was ist das hier? Ah, die Toilette. Eine eiserne Faustregel besagt, geh niemals in Spielen auf Toiletten, es kann dein Ende sein. Siehe, ziemlich viele Spiele eigentlich. Vor allem Horrorspiele. Geht in Horrorspielen nie auf Toiletten. Ich hab Hunger. Hi. Stirbst du jetzt nicht langsam? Als habe ich die Oma Tyler ausgeraubt. Egal, okay. Ich weiß nicht, was sie dabei hatte, aber gut. Wir nehmen alles mit. Alles, hört ihr? Alles. Was war das jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Später müssen wir wahrscheinlich was rauswerfen, aber egal. Okay. Moment, wir haben doch noch so Schlagstöcke, Waffen. Nein, nicht Schlagstöcke, einen haben wir halt. Sieht so scheiße aus. Andy geht ab. Das ist genug Aufregung für einen Tag. Andy geht ab. Ich freue mich außerordentlich über unser Wiedersehen. Ich vermute, die Suche gilt dem Sie sind derjenige, nach dem alle suchen, nicht wahr? Na, es geht mich ja nichts an. Mein Vater hat sich immer gut um uns gekümmert. Er ist nach oben gegangen, um frische Luft zu schnappen. Das war ganz schön indoor für Andy und mich. Nicht, dass er so gerne Kakerlaken ist. Stanley, okay. Hi, was ist das hier unten? Er fordert Schlüssel, okay.
Stabilisator hat sich durch einen Schlag gelockert. Na gut, was ist hier drin? Nichts ist hier drin. Es sind ihre alten, zittrigen Hände, die wackeln. Wenn sie sich weiter so drehen, werde ich noch ihr Gehäuse beschädigen. Geben Sie nicht mir die Schuld an Ihrer eigenen Unfähigkeit. Ich weiß noch, dass George ganz behutsame Hände hatte. Das waren noch Tage. Andy, jetzt werd mal nicht überheblich. Oh, du humpelst. Hi. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Und ich tue so, als ob sie nicht für einen verrückten Massenmörder arbeiten. Wenn sie mich fragen, sind sie ein Mörder wie alle anderen. Danke, Officer Gomez, ich konnte sie schon immer gut leiden. Ja, wir nehmen das Erste. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Wenn ich das Erste meine, für die, die nicht mitlesen, meine ich nicht das Erste, was ich vorlese, sondern das Erste, in der, was oberhalb steht. Also, ihr müsst eigentlich mitlesen, um es dann zu verstehen. Das ist unsere einzige Chance, klar. Wir verschwinden von hier, genau wie der Doktor. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand aufhält. Hi. Ich bin's. Tom hört einfach nicht auf. Das kennt man ja. Oh. Tom? Nein! Oh! Ihr werdet doch nicht Wehrlose niederschießen. Alter, jetzt reicht's. Scheiß weg. Wir haben sie einfach mit einem Faustschlag fertig gemacht. Auch. Jawohl. Und los. Okay, das sind eindeutig zu viele. So, jetzt geht's los. Da oben ist, glaube ich, noch einer. Ja, genau. Noch eine letzte und los. Jawohl. Uah, Wodka hat nachgelassen. Ich bin wieder nüchtern, schlimm. Das ist Ihr Fehler. Sie und Ihr blöder Vater. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen. Ja, Kleiner, halt die Klappe. Schraubenschlüssel, jawohl. Nehme ich alles und nehme ich, jawohl, alles. Keine Bewegung. Oh, Hannon. Tut mir leid für dich, Kumpel. 7? Du hast einen Schaden von 5. Ich habe aber nur noch 6 Schuss. Verdammt. Ja, wir machen mal die. Wir lassen mal die. Jawohl, dankeschön. Jetzt haben wir aber keine Munition mehr. Okay. Weiter geht's hier oben. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht. Ja, Amata, wir kommen gleich. Wir müssen bloß unten mal kurz ein paar Leute looten, um mal ein bisschen an Munition zu kommen. Ja, hör auf rumzuschreien, das hört dich eh niemand. Ja. Und nachladen, jawohl. Jetzt liegt nur noch einer da. Vorhin waren es noch zwei. So, wir können mal auf. Na? So. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Die haben wir ja vorhin lauter gestellt. Oder ich habe sie vorhin lauter gestellt. Bei euch ist es ein paar Folgen her. So. Es leckt gerade ein bisschen, merke ich. Bitte, Papa, nein! Keine Bewegung! Oh! VATS. Ja, das ist noch so. Also, habe ich instinktiv auf die richtige Taste gedrückt.
Das ist noch so ein Modus, eigentlich ein Unterstützer-Modus. Du kannst damit direkt Körperteile anziehen, aber ich möchte jetzt Amata nicht unbedingt ins Gesicht schießen, deswegen machen wir es lieber so und wir sagen, okay, jetzt direkt zweimal in den Kopf. Hat nur einmal getroffen. Jetzt reicht's aber. Ey. Und nochmal. So. Nehme ich. Hi. Er ist hier. Lassen Sie mich nicht entkommen. Was ist hier drin? Zellentür verschließen. Hä? Was war das gerade? Wachen! So, jetzt. Nehme ich mit. Wachen, Hilfe! Ja. Sie können an diesem Ort nicht warten. Hi. Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Geben Sie mir einfach den Schlüssel zum Büro und das Kennwort, dann bin ich weg. Wenn Sie Amata noch einmal berühren, werden Sie es bereuen. Ich bin hier, um Sie zu töten. Jonas war mein Freund. Geben Sie einfach den Schlüssel zum Büro und Kennwort, dann bin ich weg. Ach, ist das alles? Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, du könntest mir Muni beschaffen. Mir kriegen Sie gar nichts. Ich sterbe lieber, bevor ich die Sicherheit der Vault erneut in Gefahr bringe. Den Gefallen tue ich dir nicht. Dann fliehe ich eben ohne fremde Hilfe. Ich habe nicht mit dem Töten angefangen. Sparen Sie sich Ihre Scheinheiligkeit. Die Welt ist gefährlich. Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, die Vault sicher zu halten. Wachen! Zu Hilfe! Immerhin, er greift mich nicht an. Wachen! Hilfe! Ja, halt die Fresse. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott, an der Stelle haben sie Jonas erschossen. Okay, wir haben unsere erste Notiz. Notizen, hier. Ein Geburtstagsgedicht. Ach, das haben wir auch noch nicht gelesen. Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl. Erstickung, Verdammung, kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama, Papa, bin ich tot? Nein, nein, wiedergeboren in reinigender Fluoreszenz. Ein Gesicht erscheint stark und männlich. Okay, ist vielleicht jetzt zu der Zeit jetzt vielleicht die schlechte Lektüre. Ich stelle an der Stelle mal ein bisschen die Musik leiser, die ist viel zu laut. So. So, jetzt. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Moment. Es ist zu leise. So, Stimme ist voll. Radio muss ich auf voll machen. Dann sind wir auf maximalen. So, jetzt nochmal. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schieflaufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Okay, eine letzte Notiz von Papa, die uns leider inhaltlich überhaupt nicht weiterbringt. Also er scheint aus irgendwelchen Gründen geflohen zu sein. Ich nehme hier einmal alle Kaffeetassen mit.
Auch die Kaffeekanne. Wer weiß, kann man sie immer brauchen. Ey, Amata, hi. Ich spreche gleich mit dir, aber vorher muss ich hier noch alles ausräubern. Oh, hi. Nehme ich. Ah, Büroschlüssel des Aufsehers. Sehr gut. Nehme ich. Jop, nehme ich alles. Alles meins. So, jetzt, hi Amata. Ich danke dir. Ich hab doch gesagt, dass mein Vater nicht mehr er selbst war. Ich weiß nicht, was er getan hätte, wenn du nicht gekommen wärst. Du solltest besser verschwinden. Ich werde versuchen, dich an der Vault-Tür zu treffen. Falls ich's nicht schaffe, viel Glück. Okay. Tschüss, Jonas. Es war schön mit dir. Schlüssel verwenden. Jawohl. Thank you, Overseer. Ja, vielen Dank auch. Aktivieren des Terminals des Aufsehers. Verschlossen, sehr leicht. Ja, ja, ich weiß, wie Hacken geht. Dankeschön. So, für alle, die es nicht wissen, Hacken geht im Endeffekt so, man sucht erstmal Klammern. Dann wird entweder die Erlaubnis aufgefüllt oder eine Bombe entfernt. Also Bombe ist in dem Fall eine falsche Möglichkeit. Bonds. Eins von fünf richtig, also es ist im Prinzip Buchstabenraten, also beziehungsweise Wörterraten. Brain? Nein. Ready? So, jetzt kann ich noch versuchen, irgendwelche... Habe ich eine Bombe entfernt? Es wäre schön, wenn ich jetzt nochmal die Erlaubnis auffüllen könnte. Bombe entfernt. Hier ist nochmal. Bombe entfernt. Haben wir denn noch was? Jawohl, hier nochmal. Nochmal eine Bombe entfernt, sehr gut. Bombe entfernt, ich glaube, ich muss den Hackversuch einfach nochmal neu starten. Es geht, indem man einfach ausschaltet und dann neu startet. So. Ein neuer Hackversuch und jetzt gehe ich erstmal die ganzen Klammern durch. So. Er generiert es immer wieder neu. Das heißt, es ist nie langweilig. So, einmal Bombe entfernen, dann... Das ist die nächste. Zack. Und die dritte. Erlaubnis aufgefüllt. Und die vierte. So. Und die fünfte. Sehe ich auch schon. So. Und die sechste. Und die siebte. So. Und langsam wird es ja übersichtlich. So. Siebte. So. Jetzt probieren wir es mal. Sense. 4 von 5. Okay. Was ist so ähnlich? Sense. Was bin ich für ein Computergenie? Sicherheitsdossiers anschließen, Sperrberichte ansehen, Vault-Tech, Anleitungen, Tunnel des Aufsehers öffnen. Einmal bitte öffnen. So. Und hinab. Und wir schließen es wieder. Sehr gut. Oh, hier sind rote Pfeile. Einmal öffnen. Ach, Red Kakerlaken. Ich hasse euch. Weg mit euch. So. Und hinaus. Haha. Hier geht's raus. Gut, sehr gut. Wir haben den Eingang der Vault gefunden. Und ich würde sagen, jetzt kommt der spannende Moment, wo wir die Tür öffnen. Öffnet die Vault-Tür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort. Hi. Wo kommst denn du her? Hi. Du hast es geschafft.
Du hast die Tür geöffnet. Mein Gott, ich hatte schon geglaubt, dass das überhaupt nicht möglich ist. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ja, vor allem nicht ohne die Hilfe der 10mm-Pistole. Nein, du hast mich nicht gebraucht. Wenn einer da draußen überleben kann, dann bist du es. Warum kommst du nicht mit mir? Es ist verlockend, aber mein Zuhause ist hier. Die Vault braucht mich mehr als du. Ich bin die Einzige, die meinem Vater zur Vernunft bringen kann. Hör mal, falls du deinen Papa wirklich finden solltest, dann sag ihm, dass es mir leid tut. Du weißt schon, wegen Jonas und meinem Vater und allem. Keine Bewegung! Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Okay, wir haben noch mal zwei aus der Vault zu töten. Gott sei Dank. Hat er irgendwie sein müssen. So, und den anderen bitte auch noch. Jeweils zwei Schüsse. Und nochmal zwei Schüsse. Ah, wir haben keine Dingens mehr, keine Aktionspunkte. So. Sehr gut, wir haben noch zwei Schüsse übrig. Es ist wahnsinnig wenig. Egal. Wir... Lol. Hi, Amata. Wo kommst du denn her? Okay, ist auch cool hier. We are dying assholes. Oder hier. Let us in, motherfuckers. Help us. Das ist wohl vorm Atomkrieg geschrieben worden. Weil tatsächlich Leute versucht haben, reinzukommen. Reinzukommen? Oh, das möchte ich filmen. Ein wunderschönes Geräusch. Tut das nicht so wirklich schön in den Ohren weh? Ja, aber bevor wir jetzt das Ödland tatsächlich betreten, wir sehen hier schon ein wenig Tageslicht, mache ich einen Cut. Ich weiß, der ist böse. Und... wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.